Während Greta Thunberg neben Ursula von der Leyen bei der EU ihre Rede hält, sozusagen, hat GMX hier ein Video veröffentlicht von einem Parteimitglied der Linken, einer Frau, die also sozusagen den Superskandal ausgelöst hat und davon geredet hat, ja, sozusagen auch nach dem Erschießen des 1% der Reichen wollen wir auch noch irgendwie heizen oder irgendwas. Also das heißt, und der Rixinger von der Linken hat dem nicht vehement widersprochen. Und das und wahrscheinlich deswegen wird auch Ramelow jetzt wohl wahrscheinlich in Thüringen nicht gewählt. In der ersten Durchgang ist er angeblich schon durchgefallen. Ja, also sozusagen, ja, wir müssen also nochmal ganz klar machen, liebe Fridays for Future und liebe Greta Thunberg, wenn ihr endlich nicht anfangt, euch von den Verfassungsfeinden, den Linksextremen, von der Antifa und von all diesen kriminellen Extinction Rebellion, Ende Gelände, wenn ihr nicht endlich anfangt, euch von denen zu distanzieren, von all diesen Verbrechern und Verfassungsfeindlichen, die vom Erschießen der Reichen träumen und so weiter, von der Hinrichtung der Reichen träumen, ja. Wenn ihr das jetzt nicht endlich ganz klar äußert, dass ihr sozusagen keine Verfassungsfeinde seid, wenn ihr das nicht tut, dann ruiniert ihr euch euren letzten Ruf, ja, dann ist die ganze Sache vorbei. Und die zweiten Scientists for Future 2 haben auch gesagt, dass sie den Kohlestopp 2026 und 900 Milliarden Euro 7 Jahre Plan fürs Klima natürlich nur dann machen, wenn diese Verfassungsfeindlichkeit aufhört, ja, wenn die zweiten Scientists for Future sagen, ganz klar, wir müssen unsere heutigen Milliardärskönige genauso lieben wie jeden anderen Menschen auch. Das ganze System, der Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft ist das Böse und nicht die Milliardäre, ja, und nicht die Millionäre und nicht die Reichen. Niemand soll erschossen werden, sozusagen, ja. Also Fridays for Future, Greta Thunberg, distanziert euch von allen diesen Verfassungsfeinden. Ihr distanziert euch ja auch von den ganzen verfassungsfeindlichen Rechtsextremen und Rechtsradikalen. Dann distanziert euch auch endlich von den Verfassungsfeinden in der Partei Die Linken und von all den Verfassungsfeinden in der Antifa und in Ende Gelände und Extinction Rebellion, die Straftaten als Mittel der Politik sehen und so weiter. Nein, wenn ihr nicht so unfähig wäret, dann hättet ihr schon längst erkannt, dass die zweiten Scientists for Future 2 den für uns alle idealen Plan zu einem längeren, viel längeren, viel gesünderen und viel glücklicheren Leben haben. Und ja, also jetzt bin ich mal gespannt, was aus diesem Superskandal wird. Also sozusagen, jetzt ist es Zeit, sich von all diesen gewaltbereiten, zu Straftaten bereiten, Kriminellen, die davon träumen, die Milliardärskönige zu erschießen, ja. Schluss mit dem Blödsinn und Schluss mit all dem Schwachsinn und distanziert euch eindeutig und wendet euch den zweiten Scientists for Future 2 zu, die friedliche, die eine Lösung haben, die 56% aller Testwähler in einer simulierten Bundestagswahl sofort gewählt haben, also ein mehrheitsfähiges Konzept zum Ausstieg aus der mörderischen sozialen Marktwirtschaft und aus dem mörderischen Kapitalismus. Aber distanziert euch alle von diesen mörderischen Ideen, das Problem, anstatt es vernünftig zu lösen, durch Mord zu lösen. Ja, also, Tschüssi, ich glaube, das war's.